So, herzlich willkommen zu Endboss TV. Wir sind heute mal wieder hier zu einem Unboxing. Wir haben es ja schon auf unserer Facebook-Seite angekündigt mit einem schönen Bild. Ich war natürlich sehr, sehr begeistert, als wir hier dieses schöne Stück Videospiele-Geschichte bekommen haben. Gut, Videospiele-Geschichte ist ein bisschen übertrieben. Das Spiel kam ja erst letztes Jahr im Sommer raus, aber für mich ist es schon wirklich, ja, mit eins der wichtigsten Spiele aller Zeiten für mich. Das ist jetzt schon klar. Ihr habt es ja schon oft genug von mir gehört im Podcast, im Game of the Year Video und so weiter, dass das für mich das Game of the Year 2015 war. Und ja, es geht natürlich um Life is Strange und die Limited Edition. Es ist ja schon länger auf dem Markt, nämlich seit, wie schon gesagt, im letzten Sommer, beziehungsweise ging es ja im Frühjahr los und dann kamen ja sukzessive alle 4 bis 6 Wochen kamen dann die weiteren Episoden, insgesamt 5 Stück, eben bis zum Herbst. Ich glaube, im September oder Oktober kam die letzte Folge und ich habe immer gleich alle relativ schnell spielen müssen. Ja, jetzt habe ich hier nochmal vielen Dank an Square Enix diese schöne Box bekommen. Und das ist die Limited Edition, da ist einiges drin, nämlich nicht nur einfach das Spiel, sondern einige Sachen, auf die ich mich sehr, sehr gefreut habe. Es ist keine fette Collectors Edition, ganz klar. So viel kostet natürlich auch nicht wie jetzt eine 150 € Collectors Edition, aber sie ist schon überall ziemlich vergriffen. Gerade also nicht mehr so leicht zu bekommen, außer eben direkt im Mediamarkt oder so, wenn da vielleicht mal noch eine rumsteht oder im GameStop, aber bei Amazon ist sie aktuell ausverkauft. Stand heute. Ja. Der Release war eben der 22. Das wäre gestern gewesen, heute ist nämlich Samstag. Und ja, ihr seht das Video wahrscheinlich morgen, also am 23. Also es ist jetzt quasi gerade Sonntag bei euch, immer die Sache mit der Zeit. Und ja, ich habe hier noch was vorbereitet, denn zusätzlich kam eben von Square Enix noch diese kleine Information, auch mit diesem schönen Artwork. Das wollte ich euch nicht vorenthalten, weil das ist doch recht schön. Da steht jetzt nicht einfach drauf, hier, ab hier und hier dürft ihr Videos zeigen oder wie auch immer. Sondern es geht um was ganz anderes. Es geht um eine schöne Spendenaktion. Lieber Medienpartner, nur wenige Spiele schaffen es, eine so berührende Geschichte zu erzählen, dass uns die Handlung nicht mehr loslässt und wir kaum erwarten können, wie es weitergeht. Life is Strange, das Indie-Adventure von Square Enix und Dontnod, hat uns über seine 5 Episoden immer wieder aufs Neue überrascht und zum Nachdenken gebracht. Entsprechend zahlreich waren die Lobpreisungen und Auszeichnungen für die packende Geschichte der Schülerin Max, die gemeinsam mit ihren Freunden Chloe das Verschwinden einer Mitschülerin aufzuklären versucht und sich dabei immer wieder mit den unerwarteten Konsequenzen ihrer Entscheidung konfrontiert sieht. Am 22. Januar 2016 erscheint das bisher nur digital erhältliche Life is Strange in einer Limited Edition, da haben wir sie, erstmals als Box-Version mit zahlreichen Extras für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Die Extras sage ich jetzt mal nicht, die wollen wir uns ja gleich anschauen. Und dann geht es noch darum, um die Veröffentlichung und die Freundschaft der Mädchen gemeinsam mit der großen Fangemeinde des Spiels zu feiern und dabei auch etwas Gutes zu tun, sind unter dem Hashtag Life is Strange Day, also LIS großgeschrieben und dann Day auch großgeschrieben. Das ist quasi der Hashtag. Alle Fans und die es noch werden wollen, aufgerufen auf Twitter, YouTube, Facebook und Instagram bis zum 22. Januar 2016 ihre schönsten Erinnerungen ans Spiel, ihre eigenen Gedanken zu ihren wichtigsten Freundschaften oder auch schwierige Momente, die sie gemeinsam mit den besten Freunden gemeistert haben, zu teilen. Square Enix unterstützt, wenn am 22. Januar 2016 die magische Zahl von 2016 Tweets und Interaktionen unter dem Hashtag Life is Strange Day erreicht wird, die Telefonseelsorge mit einer Spende. Ich gehe mal schwer davon aus, das wurde erreicht, das war quasi also gestern. Das heißt, jetzt bringt es leider für diese Aktion, soweit ich weiß, nichts mehr, außer die wurde vielleicht irgendwie erweitert, aber ich glaube nicht. Aber das habe ich ja schon auf Facebook geschrieben mit dem Hashtag. Und ja, ich hoffe mal, das wurde erreicht, weil wäre natürlich eine ganz schöne Sache. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Ansonsten viel Spaß in der Acadia Bay, dein Square Enix Presseteam. Das wollte ich euch nicht vorenthalten. Also man sieht einfach von Square Enix, da steckt einfach auch ganz viel Liebe drin im Marketing. Natürlich, klar, die wollen natürlich das Spiel auch verkaufen, aber das hat es auch einfach verdient. Und obwohl ich es gespielt habe, wollte ich es dann auch unbedingt nochmal haben. Und ich werde auch zu dieser Version, ich werde die nochmal durchspielen und werde euch auch schnellstmöglich einen Videotest präsentieren, der aber aufwendig werden wird. Also da werde ich mir auf jeden Fall sehr viel Mühe geben. Und ja, aber ich hoffe trotzdem, dass ich es schnellstmöglich hinkriege. Und jetzt genug geredet zum Vorwort, denn wir wollen das Spiel ja spielen. Also hier hinten steht erstmal drauf, was alles drin ist, wollte ich euch ja nicht sagen. Natürlich nur für einen Spieler. 14,1 GB hat die Version.
Ja, das passt auch. Ist jetzt ja ganz klar, grafisch kein Witcher oder so. Also das passt gut zum Spiel. So, und holen wir erstmal das Spiel selber raus. Das ist es endlich in einer Box-Version. Ich will es unbedingt im Schrank stehen haben. Ich bin ja dann absoluter Freund von. Ja, mit hier noch einem kleinen Code für die Product Registration. Und ja, mehr ist nicht drin. Den Code tue ich mal kurz hier verstecken. Ansonsten so sieht's aus. Ja, hier hinten steht ja nochmal alles drauf, wie auch hier, also ein Spieler und so weiter und so fort. Die Mindestgröße für den Speicherplatz, das wäre das Spiel. So, dann machen wir aber weiter, denn hier ist noch viel mehr Schönes drin. Denn hier ist zum Beispiel auch drin ein kleines Artbook. Und zwar im Design von Maxes ja, Notizbuch oder Fotobuch, was er immer so dabei hat, wo er sich Notizen macht, wo auch einige Fotos und so mit drin sind. Also das ist echt... echt richtig, richtig schön gemacht. Das ist ein ganz kleines Artbook, also jetzt kein riesengroßes, aber es ist Hardcover, es hat eine wirklich ordentliche Qualität, auch wenn es natürlich dieses kleine Format hat. Ja, hier sieht man, es ist echt schon super schön und da sind richtig, richtig tolle Artworks drin. Also das ist, es sind auch wirklich richtige Artworks, nicht so teilweise schon Screenshots, wie man sie manchmal in Artbooks sieht, was dann wirklich eigentlich mehr Screenshots sind, sondern wirklich hier auch, wo man sieht, okay, das waren frühere Versionen von Chloe. So ganz sieht es ja dann im Spiel nicht aus, sondern das waren einfach wirklich Artworks. Das war schon ziemlich finale. Also hier zeige ich euch mal. Ich hoffe, ihr seht das einigermaßen. Und ja, einfach toll. Also richtig, richtig schön. Und halt auch wirklich wie so ein Notizbuch aufgebaut. Also die Artworks jetzt nicht so schön, da ist ein Artwork und alles gut beschrieben und schön ordentlich, sondern nee, wirklich mehr wie so ein Notizbuch, passend einfach zu der ganzen Seele, zu dem ganzen Geist, zu dem Stil von Life is Strange. Und ja, richtig, richtig schön. Also ich werde euch jetzt nicht alles zeigen, aber ich kann nur sagen, also wenn ihr es noch nicht gespielt habt, holt euch die Version, die Limited Edition lohnt sich. Da sind wirklich ganz, ganz tolle Bilder drin. Kann man nicht anders sagen. Also wirklich ganz toll. Habe ich mich riesig drüber gefreut. Und das ist noch nicht alles, denn in dieser doch recht günstigen Version, ich schreibe euch den aktuellen Preis, den UVP nochmal unten in die Box, hier noch der Soundtrack. Und zwar richtig schön, nicht einfach als Download, nicht einfach in einer billigen Papphülle. Hier sieht man einfach, ja, Life is Strange war ein ganz besonderes Spiel. Und da das hat auch natürlich der Publisher Square Enix selber gesehen und hat... Und da war einfach klar, hier geht es ums Detail. Genauso wie im Spiel selber, wo ja auch die Liebe im Detail steckt, hier geht es auch ums Detail. Und was bei dem Spiel ja wirklich ein ganz, ganz wichtiges, sehr großes Detail ist, ist der Soundtrack. Ohne den Soundtrack wäre es einfach nicht das, was es ist. Der macht so, so viel aus. Und hier mit diesem richtig tollen Cover. Ich meine, das wäre irgendein Bild gewesen, was Max eher mal in ihrer Jugend, also ihrer Kindheit gezeichnet haben. Und ich glaube, das findet man da sogar irgendwo. Und ja, so sieht es aus. Hier hinten dann natürlich ganz professionell. Da vorne halt, ich finde es ein ganz tolles Cover. Es passt einfach wirklich dazu. Und ja, da hinten die ganzen Lieder. Insgesamt 22 Tracks. Was soll man sagen? Also es ist einfach richtig toll. Ich schaue mal, ob ich das noch aufkriege hier. Das ist ja immer so ein Ding hier mit diesen tollen kleinen Teilen, wo da irgendwo der Anfang ist. Wobei, ich muss es eigentlich jetzt nicht unbedingt aufmachen. Nee, ich tue euch quasi zum Schluss noch ein paar Fotos rein. Dann mache ich das vielleicht dann auch nochmal auf. Aber gut, das ist der Soundtrack. Also was soll man sonst mehr sagen, der einfach wirklich fantastisch ist. So, und das war's auch schon. Ich glaube, sonst habe ich nichts vergessen. Ja, Entwicklerkommentare sind noch in der Limited Edition erhalten. Ich denke mal, quasi auf dem Spiel selber ist dann nochmal vielleicht ein paar Sonder, also ein paar Extras mit drauf. Und ja, was soll ich sagen? Das wäre es. Ich baue es hier nochmal auf und ich kann nur sagen an Dontnod und Square Enix, vielen, vielen Dank für dieses tolle Spiel. Vielen Dank an Square Enix, dass sie sich dazu entschieden haben zu sagen, okay, wir geben euch das Budget eben für dieses Spiel. Das ist ja auch immer so eine Sache. Ja, ich meine, so ein Projekt muss ja auch daran muss ja auch geglaubt werden vom Publisher. Sonst würde er nicht sagen, okay, hier habt ihr die Kohle, um sowas jahrelang zu entwickeln oder zumindest viele, viele Monate. Und ja, das ist ein Spiel, was mich einfach total begeistert hat, was wirklich zeigt, es geht nicht immer nur um Top-Grafik. Ich bin wirklich ein Grafikfetischist. Ich liebe geile Grafik, also die ist mir sehr wichtig und ich bin auch ein Fan von fotorealistischer Grafik. Borderlands ist auch ein schönes Spiel, aber ist grafisch nicht so mein Stil, sage ich ganz ehrlich. Und trotzdem
wollte ich hier nichts anderes als diese Grafik, die mir geboten wurde, weil es hat einfach gepasst und es war auch völlig irrelevant. Es war einfach völlig irrelevant, dass da vielleicht ein paar Kanten nicht so toll aussehen, ein paar Sachen extra einfach sehr, sehr gezeichnet und nicht so detailreich aussehen, nicht so fotorealistisch aussehen. Das ist wirklich bei diesem Spiel völlig egal. Ich muss sagen, also ich will da auch gar nicht weiter drauf eingehen. Wenn ihr es noch nicht gespielt habt, spielt es. Die Atmosphäre und das Storytelling, also wirklich, da kann sich jeder andere Entwickler eine Scheibe von abschneiden, der ein Spiel macht, bei dem eben Atmosphäre und Storytelling wichtig sein soll. Und ja, einfach fantastisch. Es hat mich so ergriffen. Ich war echt so oft in Tränen nah bei diesem Spiel. Ja, einfach nur toll. Danke, danke, danke für das Spiel. Danke an Square Enix nochmal für das Zuschicken. Und ja, ansonsten macht es gut. Ich hoffe, euch hat das Unboxing gefallen. Ich hoffe, ich kann euch möglichst schnell den Videotest dazu noch liefern. Und ja, ansonsten, ihr wisst Bescheid. Wie immer, immer schön weiterzocken. Funny,